In Kürze meldet sich hier der Herr Reindl, zunächst aber noch ein kulturelles Thema. Schon fast vergessene Tiroler Komponisten aus dem 19. Jahrhundert sind jetzt in der Stiftsbasilika in Stams zu hören. Die Rede ist von den Herren Tschiderer, Gensbacher und Pembauer. Ihnen ist ein Konzert morgen gewidmet. Das Orchester der Akademie St. Blasius spielt unter der Leitung von Karl-Heinz Sissel eine Auswahl von Konzertouvertüren. Das ist das klingende Resultat der Forschungsarbeit zur Musikgeschichte Tirols. Die Noten, die stammen zum Teil auch aus dem Stift selbst, das für Jahrhunderte eines der wichtigsten musikalischen Zentren des Landes war. Dieses Konzert umspannt etwa den Zeitraum eines Jahrhunderts und zeigt, wie eigenständig und qualitätsvoll das Tiroler Musikleben war. Bearbeitet und in Partitur gesetzt wurden die Werke vom Institut für Tiroler Musikforschung. Ich denke, man muss auch mal schätzen, dass die Quellen überhaupt überliefert sind und dass man sie heute auf heutigem Stand neu im Klang dokumentieren kann für die Zukunft. Fünf Tiroler Komponisten wie Johann Gensbacher, Matthäus Nagilla oder Josef Bembauer werden mit ihren Ouvertüren vorgestellt. Im 19. Jahrhundert waren Ouvertüren beliebte Orchesterstücke, die meist ohne Bezug zu einer Oper komponiert wurden. Und alle Komponisten sind auch mit dem Stift Stams sehr verbunden. Von allen haben wir Werke hier im Archiv und von Nagilla haben wir sogar Werke, die dem Stift Stams und damals dem Abt gewidmet sind, ausdrücklich im Autograph. Musik aus Tiroler Feder, gespielt vom Orchester der Akademie St. Blasius, das aus Tiroler Musikern aus den drei Landesteilen besteht. Das Konzert in Stift Stams beginnt um 20 Uhr. Um 16:30 Uhr gibt es eine öffentliche Generalprobe.